Ja, herzlich willkommen zurück bei Blade 22 und hallo von der Playstage hier aus dem Jupiter in Hamburg. Für alle, die zum ersten Mal jetzt eingeschaltet haben oder hier auch die Bühne besuchen, hier live vor Ort. Ich bin Heiko, ich koordiniere die Speakers Corner dieses Jahr und genau dabei sehen wir uns auch wieder in den nächsten Tagen. Blade findet dieses Jahr wieder sowohl online als auch vor Ort statt. Also wenn ihr in Hamburg seid, kommt vorbei hier im Jupiter, Nähe zum Hauptbahnhof. Dort könnt ihr die Ausstellung mit sehr vielen coolen Spielen besuchen. Jetzt gleich geht's los mit der Speakers Corner und dem Beitrag von Dejan Simonovic. Dejan wird sich gleich selbst vorstellen. Ich bin gespannt, was du für unsere Zuschauenden vorbereitet hast. Entschuldigung. Eine letzte Sache noch. Und zwar, ihr könnt uns natürlich wieder eure Fragen stellen. Entweder ihr schreibt sie in den Twitch-Chat oder wenn ihr im Play Valley seid online, kommt ihr dort zur Kanzel, links neben der Shrouded Stage. Und natürlich kann man auch hier vor Ort Fragen stellen, die nehme ich dann auf und gebe sie eben weiter an Dejan. Viel Spaß und ich übergebe das Wort an Dejan. Ja, vielen Dank, Heiko. Mich freut es sehr, hier bei euch zu sein, bei der Play, leider nicht vor Ort, allerdings wenigstens online. Und genau, du hattest mich ja angefragt, ob ich so ein bisschen den Game-Based-Podcast beziehungsweise unsere Themen dazu ein bisschen vorstellen kann. Der Game-Based-Podcast beschäftigt sich mit Games in der Bildung, wie man hier auch auf unserem Titelbild sieht. Und es ist ja kein kommerzieller Podcast oder irgendwie auch kein reines Privatprojekt, sondern wir haben das im Rahmen der Computerspielschule bei uns in Stuttgart ins Leben gerufen, vor inzwischen über einem Jahr. Und haben halt gemerkt, okay, es gibt so viele interessante Themen bei uns in unserer medienpädagogischen Arbeit. Und es ist, während sich eben Workshops oft auch an Kinder und Jugendliche richten, haben wir jetzt gesagt, bei diesem Podcast wollen wir explizit auch erwachsene Leute aus der Bildungsarbeit ansprechen, Lehrkräfte, aber auch Pädagoginnen und Pädagogen. Und haben da erstmal so ein bisschen ja, überlegt, wie wir das Ganze konzipieren wollen. Aber bevor ich jetzt neu in die Themen gehe, wollte ich noch kurz was nicht nur zu mir, sondern auch zu meinem Kollegen Nino sagen. Also wir beide machen quasi die Moderation und Redaktion zu diesem Podcast. Nino ist heute leider, dem geht es nicht ganz so gut, also an dieser Stelle auch gute Besserung nochmal. Deswegen musste ich so ein bisschen spontan umplanen und stelle das jetzt alleine vor. Aber damit er auch zu Wort kommt, habe ich gedacht, steige ich mit unserem Teaser ein. Der ist relativ kurz und erklärt ganz kurz, worum es in unserem Podcast noch mit ein paar Worten mehr geht. Willkommen beim Game-Based Podcast. Mein Name ist Nino Martignanin und ich werde mit Gästen alles rund um das Thema Gaming und Medienpädagogik besprechen. Denn Games oder Videospiele sind so viel mehr als reine Unterhaltung. Sie nehmen nicht nur in der Jugendkultur einen besonderen Platz ein. Laut dem Jahresreport der deutschen Gamesbranche steigt der Altersdurchschnitt der Spieler jährlich an und 58% der Deutschen konsumieren digitale Spiele. Dies macht das Thema aus sozialer und pädagogischer Sicht immer relevanter. Ich arbeite seit fast 2 Jahren für das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg und habe mich in dieser Zeit nicht nur an der Computerspielschule Stuttgart beteiligt, sondern gebe auch regelmäßig Lehrerfortbildungen im Bereich Gaming als mediale Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern. Mithilfe dieses Netzwerks wollen wir Fragen beleuchten, wie ob Games helfen können, Bildung zu vermitteln, wie es um Geschlechterdarstellung und Inklusion in Games steht und ob die Gefahr der Computerspielsucht während Corona tatsächlich gestiegen ist. Dies und mehr werden wir in den kommenden Folgen auffassen. Dieser Podcast wird produziert von der Computerspielschule Stuttgart und finanziert von der LFK, die Medienanstalt für Baden-Württemberg. Demnächst kommt dann schon unsere erste Podcast-Folge raus über das Thema Serious Games. Bis bald und ich hoffe, wir hören bald voneinander. So, genau. Also das so ein paar Worte von Nino, die eigentlich schon mal so ein bisschen das grobe Konzept erklärt haben. Und ich kann jetzt nicht über den Podcast reden, ohne kurz auch über die Computerspielschule zu reden. Das ist vielleicht
kennt ja auch, in ganz Deutschland gibt es mehrere Computerspielschulen, auch in Hamburg. Ja, Creative Gaming ist ja auch so ein bisschen daraus hervorgegangen und war auch noch vor uns dran. Und 2015, 16 sind eben in Baden-Württemberg die ersten Computerspielschulen entstanden, auf Initiative eben der genannten LFK. Und ja, Kern der Sache ist, dass wir freitags eben ein offenes Angebot haben, wo Kids, Jugendliche vorbeikommen können und erstmal zusammen spielen können. Aber eben mit der Zeit haben sich auch immer mehr eben Workshop-Angebote rund um Game Design, Coding etc. angeboten, auch unser Makerspace. Und wir sind auch so ein bisschen so eine Stelle, wo wir auch mit Eltern sehr ins Gespräch kommen in diesem Freitagsangebot und dort auch so ein bisschen beraten, auch so Fragen, typische medienpädagogische Fragestellungen eben klären. Und das ist auch alles irgendwie so ein bisschen Quell für die Themen, ja, auch des Podcasts geworden. Und darüber hinaus haben wir noch die Plattform Games im Unterricht zusammen mit der LFK aufgebaut. Da geht es noch mehr so ein bisschen in die Schulen rein. Also während Computerspielschule gerade das Freitagsangebot klingt jetzt ein bisschen nach offener Jugendarbeit, ist es so in der Praxis auch viel. Allerdings gehen wir auch sehr viel in Schulen, machen dort Workshops, bieten auch Lehrerfortbildungen hier für unsere lokalen Schulen an und kommen daher auch oft in das Gespräch oder zu der Frage, ja, wie kann man sinnvoll digitale Spiele im Unterricht einsetzen? Und Games und Unterricht hat halt eben einfach so ein, zum einen ist halt eine Plattform, wo verschiedene Spiele quasi, ja, vorgestellt werden, inklusive auch Unterrichtskonzepten. Zum anderen gibt es aber da auch immer wieder auch verwandte Themen, die dann so ein bisschen erläutert werden. Also somit haben wir das auch ein bisschen redaktionell aufbereitet. Und was jetzt halt bisher immer gefehlt hat oder wo wir gedacht haben, das wäre vielleicht auch eine gute Möglichkeit, gerade ja, Pädagoginnen und Lehrkräfte da zu erreichen, aber auch interessierte Eltern oder Studierende, ist eben der Podcast. Und Nino hat es auch schon mal gesagt, dass irgendwie Games immer mit der Jugendkultur verbunden werden. Sind sie auch noch, aber es ist auch inzwischen deutlich mehr als nur Jugendkultur. Nichtsdestotrotz ist es so, dass heutzutage, ich meine, die Studie muss ich nicht zeigen, kennen wahrscheinlich irgendwie alle, die sich mit Medienpädagogik beschäftigen, ist die Gym-Studie. Und da ist einfach klar, dass heutzutage im Gegensatz vielleicht zu den, ja, 90er, 2000er eigentlich fast alle Jugendlichen irgendwie mit Spielen, also mit digitalen Spielen zu tun haben und eben nur knapp 9% irgendwie gar nicht spielen, aber selbst die werden irgendwie, keine Ahnung, Fortnite oder Pokémon oder sowas kennen. Also es ist einfach so dermaßen fester Bestandteil, während bei Eltern und quasi der vorigen Generation das eher so eine Nische war. Also als ich in den 90ern so aufgewachsen bin, war das, ja, gab es halt einfach so die Gamer und es gab irgendwie die Skater und es gab sonst was, aber es war jetzt nicht zwingend so, dass alle Jugendlichen irgendwie was mit Gaming zumindest zu tun hatten oder sich da zumindest auskannten. Umso mehr ist da halt eben dieser Kommunikationsbedarf, dass man so ein bisschen vermittelt zwischen den Generationen da, und das ist auch so ein bisschen dieses Grundprinzip, was wir haben. Und deswegen auch die Idee, Games auch in die Bildung reinzubringen. Und Themen, die wir gerade im Bildungsbereich stärker dann auch behandeln, sowohl in der Computerspielschule als auch bei Games im Unterricht, ist natürlich Game-Based Learning in aller Linie. Gamification, ja, auch als Gegensatz, aber da könnte ich jetzt auch schon noch ewig drüber diskutieren. Aber es geht auch darum, beispielsweise die Spielekultur und auch Communities, Themen auf E-Sport irgendwie auch Lehrkräften und Eltern und sowas bereifbar zu machen und Kindern und Jugendlichen hingegen auch so ein bisschen Unterstützung zu bieten, wenn es um ja, beispielsweise Interesse am Coding oder auch am Game Design geht und da auch die Games-Branche so auch ein bisschen vorzustellen oder auch die Karriere, die es ja inzwischen auch möglich ist. Also das sind alles so Themen, die bei uns eine große Rolle spielen. Allerdings, wenn Eltern zu uns kommen, ist so die erste Frage, die gestellt werden kann oder auch von der Presse, als wir die Computerspielschule eröffnet haben, war natürlich, machen digitale Spiele süchtig? Oder wie sieht es aus mit Gewalt in Games? Machen Computerspielschule aggressiv? Das sind so die typischen Fragen, die da irgendwie ständig aufkommen. Also das heißt, wir kommen nicht drum rum, uns auch mit kritischen Themen auseinanderzusetzen. Also alles, was auch mit Jugendschutz und Jugendmedienschutz zu tun hat, Gewalt in Games, jetzt auch gerade in den letzten Jahren immer mehr auch das toxische Verhalten ja, leider auch in Gaming-Communities bis hin zu Cyber-Grooming oder Radikalisierungstendenzen. Geschäftsmodelle in Spielen, dadurch, dass sie so ein bisschen, also
kennt ja jeder bei Fortnite etc., dass es alles so ein bisschen verzettelter wird und nicht mehr so ist, dass ich einfach nur ein Spiel kaufe und damit hat sie es getan. Auch sowas kann man sowohl mit Kindern und Jugendlichen diskutieren, als auch so ein bisschen den Eltern erklären. Und natürlich auch das Suchtthema, klar, hat auch während der Corona-Lockdown-Zeit etc. hat nochmal an Brisanz zugenommen und uns geht es halt eben um Sensibilisierung, Prävention und Beratung. Und genau das wollen wir auch ein bisschen mit dem Podcast abdecken. Daher werden diese Themen auch so nur aufgegriffen und darüber hinaus so ein bisschen auch, über den Tellerrand hinausschauen, also beispielsweise in die Zukunft, wie entwickeln sich Themen, also da haben wir eine Folge zum Metaverse beispielsweise gemacht, aber auch in die Vergangenheit, also die letzte Folge aktuell ging um die Spielehistorie, das Thema Online-Gaming, also die nächste Folge, die jetzt gerade noch ansteht, wird sich mit E-Sport befassen. Wir hatten das Thema Frauenrollen in Spielen oder generell sehr sensibel. Ich meine, das ist in der medienpädagogischen Diskurs auch schon lange immer ein großes Thema. Und das rechts unten Serious Games ist tatsächlich das, womit wir eingestiegen sind, weil wir hatten einen Fachtag letztes Jahr, womit wir uns sehr ausführlich mit dem Thema befasst haben. Und der kam kurz oder war kurz vor unserem Pilot, vor dem Launch des Podcasts. Und da hat es sich natürlich angeboten, mit Serious Games als einem wichtigen Bereich quasi für die Games in der Bildung einzusteigen. Ich würde an dieser Stelle ganz kurz, um mal so ein bisschen eine Übersicht, um unsere Folgen zu zeigen, in den Browser springen. Also das kann jetzt auch jeder dann bei sich dann nochmal einsehen. Ups, da muss ich nur kurz, jetzt müsste wieder was kommen. Genau. Also da sieht man jetzt unsere Folgenübersicht. Also den Podcast gibt es, sage ich mal, auf allen gängigen Plattformen, kann man den einhören. Ich weiß, es ist immer schwierig, man soll ja jetzt keine Werbung machen, aber über einen Podcast zu reden, ohne ihn zu benennen, ist auch irgendwie schwierig. Also man sieht es hier, wie gesagt, Serious Games, Geschlechterdarstellung, Moral in Games war ein sehr spannendes Thema. Und da muss ich sagen, hatten wir auch unseren ersten total überraschenden Durchbruch. Da haben wir es nämlich geschafft, Cold Mirror tatsächlich für diese Folge zu gewinnen, die ja selber auch so ein Gaming-Podcast oder so ein Videolog zu Gaming hatte und das ist auch ein super spannendes Gespräch geworden. Inklusion und Games war so ein Thema. Computerspielschulen haben wir natürlich auch in der Folge vorgestellt. Dann Metaverse, wie gesagt, als so ein bisschen Zukunftsperspektive und jetzt in der letzten Folge, für mich persönlich auch so ein kleines Highlight. Da hatten wir eine Kooperation mit dem Stay Forever Podcast und haben dann Gunnar Lott gewinnen können und da habe ich mit ihm mich so ein bisschen über die Spielegeschichte unterhalten. Auch in dem Sinne, wie sich Videospiele über die Jahrzehnte entwickelt haben und was sich auch alles verändert hat und was dementsprechend auch für uns im medienpädagogischen Diskurs interessant ist. Also insofern geht es uns darum, einfach so einen richtigen Rundumschlag, um alle Themen zu schlagen. Und was jetzt auch, genau das hatte ich noch vergessen zu sagen, wir sind auch in Kontakt mit Indie-Spielentwicklerinnen. Und da zum Beispiel Katrin Radke, die ja auch bei euch jetzt bei der Play da sein wird als Hausbesuch, die haben wir auch in der Folge gewinnen können. Und jetzt hat uns ein bisschen davon erzählt, wie es ist überhaupt als Entwicklerin, die auch frisch gegründet hat, sage ich mal, mit ihrem Studio, da das Ganze aufzubauen, was da alles für Herausforderungen da sind, auch so ein bisschen diese Perspektive, was steckt eigentlich so hinter diesem Beruf Game Designerin dahinter. Also insofern auch die Perspektive wollen wir mit einbeziehen und auch bei Inklusion und Games haben wir mit Indie-Entwicklern geredet, die uns da auch so ein bisschen gezeigt haben, wie es denn ist, auch eine inklusive VR-Anwendung beispielsweise zu programmieren und darüber diskutiert. Also so haben wir so ein bisschen einen Rundumschlag um alle Themen. Wie gesagt, gerne auch mal reinhören. Bei uns auf der Computerspielschulseite lässt sich quasi auch ein Link zum Podcast etc. finden. Aber um das nochmal so ein bisschen abzuschließen, zusammenzufassen, und ich glaube, das ist genau auch zeitlich auf den Punkt, wenn ich mich nicht täusche, ging es uns eben darum, die Themen, die wir in der medienpädagogischen täglichen Arbeit eben aufgegriffen hatten, dann im Podcast aufzugreifen und diesen Diskurs, den wir halt immer wieder auch einfach vor Ort mit Eltern, mit Lehrkräften, mit Pädagoginnen führen, dann eben in das Podcast-Format zu übertragen. Natürlich war das eine große Herausforderung, quasi diesen Podcast aus dem Nichts, sage ich mal, aufzubauen. Aber es hat auf jeden Fall geholfen, dass wir eben durch unsere Institution da auch den Rückhalt hatten und zu zweit dann auch die Möglichkeit, das Ganze so über jetzt ein Jahr hinweg auszubauen. Und es sieht gerade soweit ganz gut aus. Ja, in dem Sinne würde ich an der Stelle auch
ja, wieder an Heiko übergeben, beziehungsweise bin sehr offen und gespannt, auch wenn es irgendwelche Fragen gibt aus dem Publikum. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Dejan, dafür. Sehr, sehr spannender Vortrag und tolle Themen habt ihr da bisher aufgegriffen. Gibt es Fragen hier aus dem Publikum? Meldet euch gerne, wenn ihr eine Frage habt. Dann gebe ich die weiter an Dejan. Hier gibt es gerade noch keine konkrete Frage. Dann gibt es eine Frage im Twitch-Channel. Da wird gefragt, lieber Dejan, zockst du selber? Ja, ganz klar. Also es ist tatsächlich so ein bisschen ein Hobby zum Beruf gemacht. Also ich bin selber in den 90ern, sage ich mal, mit Computerspielen aufgewachsen, irgendwie vom Gameboy, die PlayStation 1, PC etc. Und habe das dann im Studium so ein bisschen vertieft, so eher in mediengestalterischer Richtung. Aber tatsächlich gab es da gerade die Verbindung zwischen Gaming und Pädagogik war, ist, kann ich ja sagen, relativ neu. Also unsere Kollegen vom Spielratgeber, die sind noch, sage ich mal, mit am längsten in dem Bereich dabei. Aber das hat sich, sage ich mal, erst in den letzten 10, 15 Jahren so wirklich entwickelt. Und ich hätte selber auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man daraus wirklich einen so schönen und auch erfüllenden Beruf machen kann. Also ja, tatsächlich, also die Leidenschaft quasi zum Beruf gemacht und in der Hinsicht, ja. Ja, genau. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, weil so viel sei gespoilert. Wenn man wissen möchte, was der Dejan so zockt oder gezockt hat, dann muss man einfach in den Podcast reinhören, weil du lässt es ja auch immer mal wieder in den Folgen einfließen. Dann haben wir noch aus dem Parallel-Twitch noch die Anmerkung: Ja, voll gut. Jetzt weiß ich, was ich auf langen Fahrten hören kann. Und noch mal eine Frage: Sind auch Jugendliche beteiligt bisher an eurem Podcast? Das hatten wir tatsächlich am Anfang überlegt. Am Anfang, allerdings haben wir gesehen, dadurch, dass so ein Podcast doch ja auch von redaktionellen, auch so Moderationsaufwand halt doch ein bisschen aufwendiger ist oder man da ein bisschen Erfahrung braucht. Wir planen in Zukunft auch so Spieletester, sage ich mal, da mehr mit einzubeziehen. Aber aktuell richtet sich der Podcast in erster Linie, ist quasi von Pädagoginnen für Pädagoginnen. Und dadurch, dass wir ganz viele andere Angebote haben mit Jugendlichen und wo Jugendliche beteiligt sind, also unsere Spieletester, so ähnlich wie der Spieleratgeber das ja auch macht, die werden sich dann also dann mit Spielen auseinandersetzen. Vielleicht wird es dann irgendwann auch so einen Ableger geben, dass dann Jugendliche selber dann podcasten dürfen. Der Game-Based Youth Podcast oder so ähnlich, ne? Genau. Ich kann da an diese Frage ganz gut anschließen. Und zwar, mich würde noch interessieren, wie kann man Gastgästin sozusagen werden und könnte man denn eigentlich auch von außen Themen einreichen? Wie ist das bisher vielleicht schon vorgesehen? Sehr gern. Also sowohl natürlich Themen einreichen, wenn euch Sachen besonders interessieren, einfach mir gerne schreiben, also an die Computerspielschule. Es gibt eine allgemeine E-Mail-Adresse, Computerspielschule at lmz, weil wir am Landesmedienzentrum angesiedelt sind, deswegen at lmz-bw.de ist aber auch auf der Homepage nochmal. Die Mails kommen dann direkt zu mir. Und auch gern als Expertin, also wir sind immer zum einen auf der Suche, auf der anderen Seite haben wir auch schon ein paar so noch in petto, aber sind auch immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnerinnen. Also auf jeden Fall sehr, sehr gerne auch melden, wenn ihr sagt, hey, ich habe hier irgendwie das Thema, was ich schon irgendwie 10 Jahre lang bearbeite und was irgendwie in diesen medienpädagogischen, medienbilderischen Diskurs reinpasst, sehr gerne. Okay, voll gut. Vielen Dank, Dejan, dafür. Fassen wir zusammen. Eventuell gibt es einen Jugendpodcast in der Zukunft, aber liebe Erwachsenen, MultiplikatorInnen, MedienpädagogInnen, hier auch die hier jetzt anwesend sind, vielleicht meldet euch gerne. Das Ganze ist partizipativ gedacht oder gibt Tipps, über welches Thema ihr vielleicht auch gerne mal was hören möchtet, selbst wenn ihr nicht Expertin dafür seid. Vielen Dank, Dejan. Schön, dass du dabei warst. Und wir machen mit einer ganz, ganz klitzekleinen Pause gleich mit dem nächsten Talk weiter. Bis gleich. Das ist für dich, Dejan. Noch ein kleiner Applaus. Ja? Dankeschön. Danke, super.